Leute und herzlich willkommen zum letzten Video in dem Jahr 2014. Und ja, ich wünsche euch als allererstes allen einen guten Rutsch und will auf jeden Fall Danke sagen, dass... sowas Großes entstanden ist. Und ja, deswegen würde ich heute mal ein bisschen das in Analytics vorlesen, was so relevant sein könnte. Ja, und ich habe seit Erstellung eingestellt und ja, mein Kanal wurde am 19.03.2014 erstellt. Ich habe 134 Videos schon gemacht und ich habe 14.047 Aufrufe gemacht. Das ist schon richtig heftig, wenn man sich das mal so überlegt. Dann die geschätzte Wiedergabezeit sind 31.281 Minuten. Das sind 21 Tage und 17 Stunden. Das ist schon richtig heftig, wie viel ihr von mir geguckt habt. Wie viel ist das? 21 Tage, also fast 22 Tage, richtig heftig. Dann gucken wir uns mal, ich habe hier gerade die Seite auf und gucken mal an, die Top 10 Videos. Das ist schon mal krass. Also ich fange mal an beim Platz 10, MCP Miro, kurzer Anfang. Das ist das erste Video, also das Top, das 10, Platz 10. Danach kommt MCP Survival Games Abonnenten Special, das war das 100 Abonnenten Special mit Maxim. Dann Servervorstellungen, sv.brocraft.me, das ist Platz 8. Platz 7 ist MCP Skywars, nein, Ausrufezeichen Lava. Das war der Platz 6, ja, der Platz 6 war das. Dann der Platz 5, MCP 0.9.0 Beta Let's Play, Full Iron, Fragezeichen. Das war der Platz 5, das war Platz 6. Platz 5 ist MCP Beta 0.9.0, alle Infos zum neuen Update. Dann als Platz 4 haben wir MCP Survival Games Hashtag 3 iOS oder Android, also eine richtig alte Folge, aber ich habe mir bei dem Thumbnail damals richtig viel Mühe gegeben. Und ja, dann auf Platz 3, jetzt kommen wir zu den Edelmetallen, und zwar ist das MCP Mocho Lambo Cars und Lambo Garage. Da haben wir 512 Klicks gemacht, das ist schon richtig heftig. Dann als Platz 2 Pokémon in Google Maps zum 1. April. Das war richtig cool, da hatte ich richtig viel Spaß. Ich habe alle Pokémon übrigens da gefangen. Und auf Platz 1, MCP Texture Pack selber erstellen auf Android. Das kam anscheinend richtig gut an, finde ich cool. Und ja, mal gucken. Dann mal, gucken wir mal an. Top-Länder, Deutschland, also jetzt von der Reihenfolge, welche am meisten von meinen Leuten geguckt haben. Also Deutschland, Vereinigte Staaten, Österreich, Schweiz, Vereinigtes Königreich, okay. Warum gucken mehr Leute aus den USA zu als aus der Schweiz oder Österreich? Oh, nee. Okay. Das ist schon krass. Dann. Warte, ich muss einmal verklickt. So, dann Geschlecht. 92% meiner Zuschauer sind männlich. Hallo an alle 92% der männlichen Zuschauer. Dann 8% weiblich. Relativ viel, nichts gegen euch, aber ist schon gut. Also. Ganz normal, hab nichts dagegen. Dann die Quellen, die häufigsten Wiedergabeorte. YouTube-Wiedergabeseite 99%. YouTube-Kanalseite 1%, also das, was beim Banner ist. Auf anderen Websites eingebetteter Player 0,2%. Ich weiß gar nicht, wo das ist. YouTube minus andere 0%. So. Häufigste Zugriffsquellen. YouTube-Suche 37%. YouTube-Kanalseite 32%. YouTube-Übersicht 11%, sonstiges 20%. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was gibt's denn hier? Berichte zu Aufrufen. Mal sehen, was da so ist. Das ist ziemlich krass. Das sieht man hier, das kann ich jetzt zeigen, seht ihr jetzt nicht, aber mal gucken. Wiedergabeorte, Geräte. Ich will mal wissen, von welchen Geräten ihr so guckt. So, also Gerätetyp, Aufrufe. 7.855 Aufrufe sind vom Handy. Geschätzte Wiedergabezeit davon sind 17.000 Minuten oder fast 18.000 Minuten. Und durchschnittliche Wiedergabe dauert 2 Minuten und 17 Sekunden. Ja, das ist schon ziemlich heftig, dass Handy am meisten ist. Aber ist auch verständlich, da ich habe ja so einen Mobile Gaming Kanal. Und ja, direkt danach gefolgt ist das Tablet, logisch, 30%. Und dann als drittes Computer 12%. Der Fernseher ist 0,8%. Dann die Spielekonsole 0,7%. Unbekannt
0,6%. Ja, schon ziemlich krass. Mal gucken, was kann man denn hier noch so? Ich würde gerne mal hier berichten zur Interaktion. Abonnenten. Ich habe 322 Abonnenten gewonnen und 88 verloren. Und jetzt momentan habe ich 234 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber das sollte so sein. Ziemlich krass. 322 Abonnenten habe ich gewonnen, 88 verloren. Das ist traurig, dass das so viele sind. Hätte ich fast nicht gedacht, wenn man es mal so überlegt. Aber positive, negative Bewertungen. Mal gucken, was da so steht. Yo, 672 positive Bewertungen und 95 negative Bewertungen. Also ich weiß nicht, ob das ein Top-Verhältnis ist, aber ich selber würde sagen, das ist schon ziemlich gut. Also, ja, mal gucken, prozentual, gibt es da ein Verhältnis prozentual? Mal gucken. Prozentual. Hallo, ich bin prozentual. Ne, das will ich jetzt, okay, dann geht das nicht. Ja, dann, warte, Favoriten. Hat jemand ein Video von mir favorisiert? 12 Favoriten, 14 hinzugefügt zu Favoriten und 2 entfernte Favoriten. Das ist ziemlich krass, dass 12 Leute Videos von mir halt zu Favoriten gemacht haben, dass sie so gefeiert haben. Das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Dann gucken wir uns mal die Kommentare an. Oder hier steht, 911 Kommentare habt ihr geschrieben. 134 Videos habe ich gemacht. Das ist auf jedem Video, also ungefähr, schätze ich mal, so 8 Kommentare. Also, boah, das ist echt viel. Wenn man sich so überlegt, dann teilen. Mal gucken, wie viele Inhalte ihr von mir geteilt habt. Für den ausgewählten Bereich Inhalt und Zeitraum sind keine Daten verfügbar. Okay. Dann Anmerkungen. Also, da verstehe ich das nicht, was hier so steht. Da, keine Ahnung, was das heißt. Da steht gar nichts. Dann, was kann man hier denn noch so cooles sehen bei Analytics? Demografie. Mal gucken, was das heißt. Auch gibt's nichts. Keine Sachen. Wiedergabeorte. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Zugriffsquellen. Okay, am meisten ist durch die YouTube-Suche habt ihr mich gefunden. Das ist doch ziemlich gut. Geräte hatten wir gerade eben schon. Ich gehe nochmal auf die Übersicht. Mal gucken, ob es da noch sonst irgendwas zu geben wird. Ansonsten würde ich fast sagen, danke nochmal an 14.047 Aufrufe, 234 Abonnenten und 911 Kommentaren, 672 positiven Bewertungen und 14 hinzugefügte Favoriten. Danke, danke, danke an euch alle. Und ich fand das Jahr 2014 fand ich ziemlich krass. Also ist das Jahr, wo ich meinen YouTube-Kanal gegründet habe und wo ich angefangen habe mit YouTube. Und das finde ich ziemlich cool. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, dieses letzte Video im Jahre 2014 hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da. Und ja, ansonsten hoffe ich oder wünsche ich euch eine schöne Feier heute Abend. Wenn ihr irgendwo hingeht, knallt schön, macht das, was ihr möchtet. Und ja, ansonsten guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch und ich hoffe, 2015 wird noch besser als 2014. Und ich habe selber keine Vorsätze oder so, aber ansonsten bye bye und tschüss.